Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video auf meinem Kanal. Heute machen wir das allerletzte Türchen auf, leider vom Nivea-Kalender, das 24. Ich hoffe, ihr habt bis jetzt eine gute Zeit gehabt. Mir war super. Ich hatte ein bisschen viel los und heute werden wieder zwei Videos kommen. Zum ersten aus dem Grund, weil heute an meinem Tag nicht so viel läuft, das ich mit euch teilen möchte. Oder mal, es läuft etwas, aber ich will es nicht unbedingt mit euch teilen. Schon wieder. Heute ist Handcreme drin. Die letzte. Ölincreme, Blüte, Bell. Ja, mal schmecken, wie die schmeckt. Wenn es noch ein bisschen auf die Hand, dann schmeckt es ein bisschen besser. Sie schmeckt eigentlich nach überhaupt nichts, aber egal. Eben, wie gesagt, ich werde heute nicht viel vloggen, weil heute habe ich viele private Sachen los und das werde ich nicht unbedingt mit der ganzen Welt teilen. Ich hoffe, ihr versteht es, darum mache ich zwei Videos daraus. Und nicht eins, aber ich werde auf jeden Fall später noch beim Santas Bock, beim Gola-Kalender noch das letzte Türchen auftun und ich kann euch schon jetzt versprechen, dass in den paar nächsten Tagen mein Kopf ist voll Ideen, die ich mit euch teilen will. In den paar nächsten Tagen ein paar coole Videos werden kommen und darum werde jetzt eben heute wie nicht ein Tagesvlog kommen, sondern es wird eben zwei kommen. Und eben also zum Feedback vom Gola und zum Nivea-Kalender. Ich finde, ich habe beide mega sehr cool gefunden. Mega sehr cool. Sprach dumm. Aber beim Nivea-Kalender muss ich auch sagen, es hat sehr gute Beauty-Produkte drin gehabt und ich habe mich sehr verliebt in Nivea-Produkte. Seit ich den Kalender habe. Aber das Problem ist beim Nivea-Kalender ist so eine, ich weiß nicht, ob man das sieht, so eine Plastikfolie drin, da hier. Ist eigentlich sehr cool, weil Produkte kann man auch besser rein tun. Aber das Dumme ist, wenn man eben so herstellt, können die Produkte dann in ein anderes, in ein anderes Ding sich in ein anderes Tröllchen rutschen. Und das ist dann bei einem einen Produkt, wenn man es auftut, dann nicht drin und das ist dann so ein bisschen, dann macht man es auf und so, Scheiße, jetzt muss ich das Video vorher drehen, weil es kein Produkt drin hat und darum von dem her ist der neue Kalender nicht unbedingt am besten gemacht worden mit diesem Plastikzeugs. Aber sonst von dem Produkt her ist er mega cool und mega nice gewesen. Falls es nächstes Jahr wieder so einen Nivea-Produkt, also so einen Nivea-Adventskalender gibt, werde ich wieder einen kaufen und den mit euch teilen. Ja, das ist mein Feedback zum Nivea-Adventskalender. Und beim Coca-Cola ist es halt mega cool, das ist halt, kann ich da heute auch nehmen. Aber das Döli mache ich natürlich erst später auf. Er ist mega cool, er ist so wie ein Buch halt. Und innen ist halt wie Karton. Und wenn man den herstellt, ist es halt viel kühler. Weil dann können die Produkte wie auch nicht in ein anderes Stöhrchen, also in ein anderes Fächchen rutschen, weil es unten, man sieht es vielleicht, hier eben so Viereckchen und die bleiben dann haften und bleiben fest. Also, wenn es nächstes Jahr auch wieder so einen Kalender gibt von Gola, ist Martina wieder dabei. Ich habe mich auch sehr verliebt in den Gola-Kalender. Die Produkte von der Gola sind mega cool, was sie haben gemacht. Und ja, merci Nivea und merci Coca-Cola, dass ihr so zwei coole Adventskalender gemacht habt. Vielleicht werden es nächstes Jahr ja drei Adventskalender. Ich weiß es noch nicht. Der eine ist noch in Bearbeitung. Von meiner, wie soll ich sagen, von meiner Kollegin, dort, wo ich Nägel machen mache, haben wir mal so ein bisschen darüber geredet und so. Und sie wird eventuell auch mal so einen Kalender machen. Es ist noch nicht sicher,
Wir haben damals auch darüber geredet und so. Man sieht es, wie es nächstes Jahr wird. Ja. In diesem Sinn wünsche ich euch ganz einen guten Tag. Ich melde mich dann wieder, wenn ich mit den Sachen, die ich noch machen sollte, melde mich dann noch beim 24. Türli vom Coca-Cola Adventskalender. Ich wünsche euch bis dahin einen schönen Tag und macht es gut und seid lieb zueinander. Ich habe euch alle mega fest gerne draußen. Bitte gebt doch dem Video noch ein Like. Lasst unbedingt ein Gratis-Abo da. Ich würde mich freuen für jeden neuen Abonnenten, den ich bekomme. Und unbedingt das Glöckchen nicht vergessen zu drücken, damit ihr immer benachrichtigt werdet, wenn ein neues Video online kommt von mir. Und schreibt doch in die Kommentare, welche Produkte ihr vom Nivea Adventskalender am coolsten gefunden habt und welche das nicht, für euch nicht unbedingt hätten müssen drin sein. Ich bin im Moment mega froh, dass ich so viele Zuschauer habe, die meine Videos schauen. Danke vielmals für jeden einzelnen Zuschauer draußen, der mein Video schaut und liked. Und ja, es ist richtig schön, so Videos zu machen. Und ja, bis später. Tschüss zusammen.